Mit welchen Aktien ist die Fonds- und Hedgefonds-Elite in das neue Jahr gestartet? Warren Buffett jedenfalls verkauft, so schnell es geht, seine größte China-Aktie. Und er kauft aktiv nur einen einzigen Titel. George Soros flüchtet geradewegs aus seinem größten Depotwert. Und wie sieht es bei den anderen Investoren aus? Verschaffen wir uns mal einen Überblick. Wenn die erfolgreichsten Investoren unserer Zeit sprechen, dann müssen wir vielleicht nicht darauf hören, aber wir sollten zumindest hinhören und vor allem hinschauen, was denn diese Anlegerschicht so umtreibt, wie sie positioniert sind. Und manchmal ist vielleicht auch der ein oder andere Titel dabei, den man sich dann nach Eigenstudium selbst auch ins Depot legen kann. Heute habe ich mal gedacht, wir gucken uns mal zwei Investorenlegenden näher an, nämlich den Herrn da oben, den werden Sie alle kennen, Warren Buffett, und fast ebenso bekannt George Soros. Zu diversen anderen sehr erfolgreichen Investoren habe ich Ihnen auch mal wieder einen Überblick insgesamt gegeben in einem Report. Der steht diesmal unter einem bestimmten Titel, hängt damit zusammen, was die großen Investoren in den letzten 3 Monaten so gemacht haben. Also wie immer kostenlos abrufbar auf meiner Seite. Ja, dann starten wir doch mal mit dem Herrn Warren Buffett. Der hat ja mit seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway sehr gute Jahrzehnte hinter sich, auch wenn die letzten 1-2 Jahrzehnte nicht mehr so exorbitant waren. Aber er schleppt nach wie vor 300 Milliarden Dollar vor sich her, die nur investiert sind, und hat noch 100 Milliarden, etwas mehr sogar, an Cash. Den Cash hat er jetzt im letzten Quartal, also die ganzen Daten beziehen sich jetzt auf das Q4, nicht investiert. Das war zumindest ein Fehler, denn bekanntlich sind die Aktienmärkte ja zum neuen Jahr hin deutlich gestiegen. Was ich immer sehr schön finde, ist, er hat ein hochkonzentriertes Depot. Das heißt, da kann man wirklich mal immer die zentralen Werte von ihm angucken und schauen, wie es denn damit läuft. Größte Position bei ihm bleibt nach wie vor Tesla. Apple. Apple war die Gewichtung sogar zum Q3 noch deutlich höher, bei knapp 42%. Ist runtergegangen, weil Apple nicht gut performt hat. Er hat aber nachgekauft und damit sozusagen das Gewicht wieder etwas erhöht. Und wenn wir uns mal den Chart angucken von Apple, dann war das Q4 ja wirklich nicht gut, also da eigentlich ein Rückschlag. Aber sein Nachkauf, der war gut getimed. Also irgendwo hier in diesem Bereich muss er gekauft haben. Das heißt, übers Q1 dürfte er damit jetzt ordentlich Geld verdient haben. Und das ist vielleicht so jetzt die erste Sache, die man sich für sich mitnehmen kann. Also wenn Sie fundamental orientierte Anleger sind, dann wollen Sie den Euro für 50 Cent kaufen. Und wenn der Euro auf einmal nur noch 40 Cent kostet, wie jetzt hier, dann was macht ein fundamentaler Anleger? Er kauft nach. Das ist allerdings nur eine Strategie, wenn Sie wirklich überzeugt sind von dem Unternehmen. Also ich mache das nur in den seltensten Fällen, wenn ich das Unternehmen wirklich genau kenne. Ansonsten, wenn man jetzt damit bei einer Aktie ist, die vielleicht aus diversen Gründen nachhaltig den Weg nach unten eingeschlagen hat, ist das natürlich eine katastrophale Strategie. Das werden wir später an einem anderen Wert noch sehen. Also Buffett nach wie vor völlig überzeugt von Apple. Und so aktiv nachgekauft, also dass ein höherer Anteil seines Berkshire-Portfolios auf einen bestimmten Depotwert entfällt, ist nur bei einem einzigen Titel der Fall gewesen. Und das ist Louisiana Pacific. Ich weiß nicht, ob Sie das Unternehmen kennen. Relativ unbekannt, aber ein S&P 500 Unternehmen. Hier hat er aufgestockt von 0,1 auf 0,14%. Also spielt nicht wirklich eine große Rolle. Aber immerhin, es war ein aktiver Kauf hier. Gucken wir uns das Unternehmen mal an. Das ist ein Baumaterialienhersteller. Der macht sowas wie Spanplatten, Holzverkleidungen, so derlei Geschichten. Und die Aktie hat sich jetzt so im letzten Jahrzehnt eigentlich ziemlich gut geschlagen. Hier vor allem die Rallye, die man nach dem Corona-Crash gesehen hat, hängt damit zusammen, dass da die Holzpreise, vielleicht erinnern Sie sich noch, die Holzpreise sind ja mal völlig durch die Decke gegangen. Und das hat der Aktie Auftrieb gegeben und sie hat sich aber auch hier in der Korrektur im letzten Jahr sehr gut geschlagen. Und steht da so technisch und so, also es ist schon eine Buffett-Aktie, weil eher konservativ und mit einem schönen Trend nach oben. Wenn man sich jetzt mal so die Fundamentaldaten anguckt, dann sieht man, okay, diese Jahre 2021, 2022, das waren jetzt
war eine Sonderkonjunktur einfach aufgrund der hohen Holzpreise. Jetzt haben wir eine Normalisierung und so im langfristigen Trend kann man sehen, wenn man jetzt die beiden Jahre mal ausklammert und das miese Jahr 2019, dann geht es ergebnisseitig schon nach oben und wir stehen jetzt hier beim KGV von 13, wenn man die Ergebnisse vom nächsten Jahr so hernimmt. Also tatsächlich eher günstig. Ich kann mir jetzt ehrlich gesagt, möchte mir nicht anmaßen, hier tiefer reinzugehen, um zu sehen, warum es jetzt gerade das Unternehmen sein soll. Aber vielleicht was für Sie, um mal einen zweiten Blick zu riskieren. Ja, dann hat er noch verkauft, seit ja eigentlich schon längerer Zeit, seit vielen Monaten, zuletzt Anfang Februar, und zwar BYD. Und hier war das Timing eigentlich nicht so gut. Hier hat er nämlich auch gerade in den Rückgang ordentlich Aktien abgeladen. Und die Aktie kommt jetzt eigentlich gerade wieder, ja, und legt so einen Turnaround hin. Hier hält er immer noch über 11% der Anteile. Und ich tippe, dass der Grund dahinter ist, dass er sich aus China verabschieden will. Vielleicht hat er auf dem Schirm, oh, es könnte irgendwann ganz ungemütlich werden und dann wird es mit meinen China-Anteilen hier auch schwierig. Anders ist das eigentlich kaum zu erklären, denn jetzt zumindest eigentlich operativ läuft es bei dem Unternehmen super. Das, was schon in den Jahren davor eingepreist worden ist durch den steigenden Kurs, das kommt jetzt so operativ zur Geltung. Wir sind in Anbetracht des starken Wachstums und dass man ja Tesla auch Marktanteile abnimmt in China gewaltig. Hier voll auf Kurs, auch nicht zu teuer. Aber ich denke, das sind andere Gründe, die hier dahinter stehen bei Warren Buffett. Und das könnte natürlich aber wiederum, wenn er die Verkäufe fortsetzt, noch lange Druck auf den Wert ausüben. Ja, soweit zu Warren Buffett. Gucken wir uns mal den nächsten an. George Soros, ebenso bekannt, der Ungar. Und der hat immerhin auch einen Multimilliardenfonds, den er vor sich her schiebt. Ist nicht so nicht so konzentriert unterwegs in seinem Portfolio, aber hat zumindest die ein oder andere spannende Position. Und vielleicht erinnern Sie sich, wie es noch vor einem Jahr aussah. Da war mit Abstand die größte Position von George Soros Rivian, der E-Auto-Hersteller. Also da hat er sich mit 2 Milliarden US-Dollar eingekauft und hat jetzt die Position aber nach und nach deutlich reduziert. Sie sehen es hier, über 5,5% abgebaut auf jetzt nur noch ein deutlich geringeres Gewicht. Und das liegt unter anderem daran, dass er hier eigentlich ein richtiges Debakel mit hingelegt hat. Also er ist ja eigentlich seit Anfang an dabei gewesen und von den ehemals 2 Milliarden sind vielleicht noch ein paar 100 Millionen Dollar übrig. Also man kann fast von einem Milliardengrab hier sprechen. Und dass er anders als Buffett bei Apple hier nicht dann aufstockt, sondern sogar raus will aus dem Wert, heißt nichts Gutes. Auch Ford war hier beteiligt bei Rivian. Die versuchen auch rauszukommen. Und das ist jetzt zum Beispiel dann eher ein Fall dafür, dass man jetzt nicht unbedingt, wenn der Kurs sinkt, unbedingt nachkaufen muss. Also wenn hier das Misstrauen trotz der sinkenden Kurse so groß ist. Also vermutlich geht es hier darum, ob Rivian überhaupt den Weg schafft in die Profitabilität. Und wenn man es, ich weiß nicht, ob ich noch hier die Fundamentaldaten mitgebracht hatte. Nee, habe ich Ihnen hier nicht gezeigt, aber es wird noch ein paar Jahre dauern, bis man überhaupt profitabel arbeiten kann. Und wenn man jetzt sieht, wie die Preise runtergegangen sind bei den E-Autos und wie der Wettbewerb zunimmt, dann kann man hier schon ein Fragezeichen dahinter setzen. Ja, ich wollte Ihnen aber noch ein anderes Unternehmen zeigen, nämlich der größte Neuzukauf, den er hingelegt hat. Auch jetzt größtes Unternehmen in seinem Portfolio ist Horizon Therapeutics. Da sind wir also im Bereich Biotechnologie. Und ich will jetzt gar nicht zu viel zu dem Wert sagen. Nur eine Sache hier, das Unternehmen ist übernommen worden durch Amgen, schon Ende letzten Jahres. Und dass Soros hier eine Position eröffnet hat, heißt, dass er irgendwie davon ausgeht, dass er noch mehr Kapital hier rausschlagen kann. Also Sie können den Wert auch noch über die Börse handeln. Das ist in dem Sinne eine Sondersituation. Also es dürfte jetzt unabhängig von dem Aktienmarkt ansonsten sein, die Entwicklung, sondern man spekuliert halt darauf, dass irgendwann Amgen vielleicht nochmal mehr Geld auspackt, um auch die restlichen Anteile hier zu kaufen. Und vielleicht ist das einer der Gründe oder der Hauptgrund, warum George Soros dieses Unternehmen unbedingt haben wollte. Ja,
So viel dazu. Sie haben mal wieder festgestellt, auch die Großen der Szene machen große Fehler, aber haben so ihren Anlagestil. Vielleicht war einiges Interessantes dabei. Ich habe mir noch andere Leute angeguckt, vor allem Michael Burry finde ich immer spannend, was der gerade macht. Wie gesagt, zusammengefasst im Report. Viel Spaß damit.